Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Factorio mit Benny und Wesley. Guten Tag. Hallo. Ja. Hey, wieso haben wir hier noch Uran und was haben wir hier alles in der Lagerkiste? Alles. Mach mal. Ja, das ist halt das Ding mit den Lagerkisten, ne? Die verramschen halt zu Müllkisten, die irgendwann weg sind. Die Sachen sollten eigentlich mal abgeholt werden. Vor allem die Fließbänder. Ja, also wir haben Kupferprobleme. Wir haben nämlich festgestellt, dass hier so einige Kupfererzsachen hier schon mal abgerissen werden konnten. Ja. Die Förderer. Kupferdingens ist recht retro, ja. Da kann der Wesley sich hier mal austoben, genau. Und eine Wesley-Schmelze draus machen. Die funktioniert soweit eigentlich wunderbärchen, aber wie Benny schon gesagt hat, leider retro. Und das können wir bestimmt noch mal ein bisschen pimpen, indem wir hier oben drüber nochmal eine Wesley-Schmelze hinzimmern. Ja. Das. Und wie sieht's denn erztechnisch aus? Haben wir hier oben noch irgendwo Kupfererz? Ich kann ja auf der Karte gucken, ich dödel. Genau, da oben, haben wir noch, hier hinten haben wir auch noch. Oh, 699 Millionen Kupfer. Wo? Oh. Neben Rebenny. Ja, sonst hätten wir aber in der Base auch nochmal links über der Forschung, nee, über dem Öl 700.000. Der Wesley ist doch sowas von Overkill ausgestattet. Der muss doch bloß einmal nach rechts rüberlaufen, rechts neben Rip Benny. Und dann der muss da bloß einmal durchlaufen mit seinen persönlichen Lasergeschützturm. Aber ich glaube, am Erz hagelt es auch gar nicht. Also wir haben noch 40.000 auf Lager. Und wir haben noch 2,1 Millionen... Erze im Boden. Wo hast du hier die? Ich wollte eben hier. Ist auch voll hier. Umbauen. Die Erze werden gar nicht weiter eingefüllt. Naja. Ja, und währenddessen Wesley seine wunderschöne Schmelze MK2 hier hinzimmert, werden Benny und ich uns denn mit einer Schaltung für den Strom beschäftigen. Also wir haben hier im Übrigen so schöne Tubes, wo man sieht, wie viele von den Fläschchen wir haben. Genau. Ja. Hat Wesley eben eingestellt. Hat Wesley gut gemacht, ja. Hier neben immer schön eine Kiste mit einem Fläschchen drin, damit man sieht, was für was ist. Sehr schön. Aber hier fehlt es irgendwie. Wieso knicken die hier nicht weiter? Wir haben nur bloß 4 Fläschchen drin. Und von den anderen fehlt es noch. Hier haben wir 6 Fläschchen drin. Weil die nicht gebraucht werden. Ah, okay, dann forsch mal was anderes. Drück mal T. Ja, ich würde gern das. Long Wheat! Hätte ich gerne. Was wolltest du? Long Mining? Nee, Long Build. Long Reach? Long Build hätte ich gerne. Das hier. Ach, das da, ja. Ja, ich bin langsam, ist in Ordnung. Benny, komm, wir gehen. wir gehen. Ja. Ich würde vorschlagen. Während du hier hin und her wurschtelst, ja, dass wir das Riesengedöns hier abreißen. Und ich komplett? Ich mache das mit Factorissimo. Ja. So dass wir das dann macht das übersichtlicher. 1, 2, 3, 4, also 4 Factorissimos noch dazu kriegen zu den 3, die wir hier haben. Mhm. Und du kannst ja dann schon mal eine logische Schaltung machen, wo wir dann quasi auch nur dann unser teures Festbrennstoff und Kohle wegbraten, falls Nukular mal kaputt geht. So, und jetzt ist die Frage, wo messe ich das denn dran, ne? Eigentlich genauso wie hier. Die Frage ist, also ich kann ja, stromtechnisch kann ich doch hier theoretisch alles mit dem Abrissplaner mal wegmachen, oder? Ja, nur hier hinten die Blaupause am besten nicht. Benutzen wir eigentlich noch... Ja. Petunia, ja. Ja, ja. Ionsband. Nee, das wird leer gelaufen da unten. Aber da haben wir ja noch... Ja, das Munitionsband hat Benny oben gerade gekappt. Ach, obwohl, ja, okay, da sind ja genug Lasergeschütze. Dann kann ich die hier oben mal abreißen. Ja.
Nur mit dem Strom aufpassen. Wie gesagt, ich habe irgendwo gekappt und dann war. Ja, wir sehen es ja. So, wir müssten das denn ja hier zwischen machen. Das ist das. Der oder der? Welcher ist denn jetzt neuer? Das ist ja praktisch. Da hätte ich jetzt mal drauf achten sollen. So, ein paar Robis sind unterwegs. Mein Akku geht auch ganz langsam leicht schnell zur Neige. Ganz langsam, leicht schnell. Okay. Okay, halb leer. Wie viele Benny spielt schon Fusionsreaktoren hast du wieder. denn? Ich hab drei Stück drin. Ich habe vier. Zwei. Jetzt ist es rot. Geht immer noch zur Neige. Hallo. Hi, na? Füll mal auf, füll mal auf. Kann man das irgendwo sehen? Gittergröße, Ah, ich habe sie falsch aufgebaut. Mist. Schmelz habe ich falsch aufgebaut. Oh, da unten wurde angegriffen. Ein bisschen beschädigt. Beschädigt. Kann es sein, dass ich euch gerade den Strom geklaut habe? Gänzlich? Ist das richtig? Hier blinkt's, da blinkt's. Radare sind aus. Ja, das sieht gut aus. Jo, dann habe ich den Schalter schon mal fertig. Den Schalter schon mal Sind fertig. eigentlich, grüne Schaltkreise nicht im Logistik drin? Klar. Ich krieg aber keine. Kann mir kaum vorstellen, dass da keine sind. Mit dem Strom los. Da sind wirklich keine. Ach, Haben das wir meinst du, Quatsch. Benny? Also down hier. Die halbe Base ist down. Okay. Warum? Ja, keine Ahnung. Wo fehlt die Verbindung? Jetzt wieder? Ja. Was hast du gemacht? Ja, ich habe Nukular jetzt über die Ach, da Holzproduktion mit unten. angeschlossen. Ja, genau. Weil untenrum war es verbunden und Ja, da sowieso. unten müssen wir es aber auch wieder anbinden, sonst funktioniert das hier wieder nicht. Ja, das unten werden wir dann irgendwann noch schön machen. Wie sieht denn das aus mit Akkus? Ich kann welche bauen. Kann ich eigentlich ein Factorissimo kopieren? Ist dann der Inhalt auch drin? Nee, ich glaube, das ging letztes Mal nicht. Aber du kannst dir dann im Factorissimo dann die Blaupause setzen. Ja, das ist mir klar. Boah, wenn ich einen Eingang treffe. Das ist manchmal ein bisschen frickelig, ne? Vor allem, wenn man so langsam unterwegs ist. Ja. Langsam. Was haben wir hier noch? Das nehmen wir auch noch mit. So, angenommen, ich setze jetzt hier eine Blaupause von. Kann das sein, dass hier eine Lagerkiste fehlt? Jo. So. Das logische System ist hier auch unterbrochen.
Zack, nehmen wir dich. So, wenn ich jetzt so eine Blaupause ziehe. Also brauchen wir jetzt noch diesen Notstromschalter, der die Base abschaltet? Eigentlich nicht, oder? Ach, Quatsch, reiß ab. Wir haben so viel Strom. Also ich habe jetzt keinen Waterfill. Und wenn es nicht reicht, dann bauen wir das Waterfill? Mal. Achso, soll ich mal welches produzieren lassen? Ne, können wir anfordern, ne? Waterfill? Ja. Oh, so habe ich das dann selber gebaut. Hast du? Kann da oben, unter den Greenhäusern. Ach, hier. Biofarm, hier ist unter der Biofarm. Benny. Passive Anbieterkiste. Ah, okay, finde ich gut. Dann können wir das ganze Wirrwarr hier vielleicht auch mal ein bisschen hübscher gestalten, oder? Ja, genau. Also ich baue jetzt das hier mal so. Ich baue jetzt hier mal neu. Was haben wir gesagt? 5 Stück können wir nachher machen. Also hier unten müsste der Strom auf jeden Fall angeschlossen werden. Und am besten nicht mit dem rechts verbunden. 1, 2, 3, 4, 5. So, Kupfer wird erstmal gekappt. So, die Umbauphase. Kann ich die irgendwie Warehouses, Factorissimos bauen? Ja, das wäre ganz cool. Welche sind denn das jetzt? Die MK2? MK1. 1. Da brauche ich Steine, Eisenplatten und Kupferplatten. Oh, wo sind... Bin gerade zu blöd, die wieder zu finden. Oh, Steine fehlen. Wo hast du Steine hingebracht? Ich habe gerade schon welche am Start. Aber die kommen hier unten mit dem Zug. Wie viele brauchst du noch? 5 werden jetzt noch gebraucht. Gut, 2 baue ich. Moin. Hat man das gehört? Nein. Ja. Essen ist da. Da kennen die. Echt, hey. Warte mal, ich hab doch Waterfill hatte ich mir doch eigentlich auf Tasche gelegt gehabt. Wo hab ich's denn jetzt hin? Das versteckt sich bestimmt irgendwo. Die Leute drehen wahrscheinlich durch, sagen, ah, links, links, Mann! Unten, oben, da, irgendwo ist es, ja, genau. Ja, natürlich, weil die Leute natürlich auch bei Benny auf dem Kanal gucken, nicht vergessen. Und auch beim Wesley auf dem Twitch-Kanal mal vorbeischauen, denn der streamt ab und zu mal ganz gerne. Ja, genau. Kündigst du das eigentlich irgendwo an? Ah, oh, Mist. Wird das irgendwo angekündigt? Wann ich streame? So ja. Ich oft spontan. Spontan? Nicht bei Twitter mal irgendwie, hey, Freunde? Nee, Twitter jetzt nicht. Mach ich halt spontan. Macht das spontan. Also schaut einfach mal rein, lasst ein Follow da, dann kriegt ihr ja eine Benachrichtigung von Twitch. Genau, das könnt ihr machen. Wenn ihr mal sehen wollt, dass ich streame, dann müsst ihr mich halt folgen und dann kriegt ihr Benachrichtigung. Oh no. Wenn ihr noch die Twitch-App auf dem Handy habt, dann müsst ihr da immer was kommen. Oder auf dem Uhr oder auf dem Fernseher oder da muss man ja heutzutage echt, das geht ja alles. Ja, ja, ich krieg immer eine E-Mail. So richtig oldschool. E-Mail aus dem Brief nach Hause. Wollte gerade sagen, das ist ja fast wie eine Brieftaube. Telegramm kommt. Ein Telegramm für Sie. Online. Früher hatte ich das auch immer per Mail gekriegt. Aber ich hab die Mail immer erst so spät gekriegt, da war der Typ schon eine halbe Stunde online. Das war schon immer Highlight.
Geht das überhaupt jetzt so? Jetzt habe ich hier natürlich die Factorissimo auf den Kopf gestellt. Den Kopf gestellt. Hi. Oh, hat er jetzt die Blaupause? Ich hätte natürlich das Knöpfchen drücken sollen. Was mit dem ganzen Wasser hier? Soll ich hier mal ein bisschen Hilfearbeit zum Abreißen leisten? Oder lieber nicht? Mit dem Wasser? Ja, hier ist so viel Wasser und Pumpen und ganzen Rohre, die rumfliegen. Passt es so? Hoffe mal, das passt so. Hier, guck mal, die Rohre hier und die Pumpen hier oben, die können doch eigentlich alle weg, oder? Ja. So, jetzt muss ich hier eigentlich nur noch. Eigentlich. Die Waterfall-Geschichte brauchen wir noch. Boah, wie ging das? Oh, ich weiß nicht mehr, wie das ging mit dem Pfeil umdrehen. Was war das? Shift-E-E. Musst du drüber halten, dann steht's doch. Kriegst doch rechts die Infos, was du machen kannst. Ne? Zur Wo bist Steuerung, du? ja. Erste. Ah. Wo willst du? Hier unten den Pfeil? Umschalt Und R erhöht, mit Steuerung R senken, mit R ändern. So, jetzt geht's raus. ah, Mist. Hast du Was noch denn? rote Knickis? Rote. Rote Flitzbänder? Flitzebänder. 17? Nee. Wollen wir die einfach blau machen? Jetzt Das noch brauchen wir nicht. unterirdisch und dann die Blaupause anpassen. Oh, ich habe so viele Blaupausen. Löschen. Wie sieht's aus mit den Befeuerten? Soll ich dir da auch noch welche bauen? Müsste ich doch. Ach so, stimmt, genau. Befeuerte baue ich auf Tasche. Kann ich so viele bauen? Fehlt mir Eisen, muss ich mal vor die Tür gehen. Achso, gut, und Rohstoffe kommen ja jetzt hier noch keine. Von oben kommt die Kohle rein, right? Sollte eigentlich, ja. Sollte eigentlich cool. Und die alten Factorissimos sollen denn hier weg? Habe ich richtig verstanden? Ja. Dann kann ich ja hier oben eine neue Anlieferung machen. Hier ist gerade eine große Abrissaktion am Start. Echt? Ja, hier geht's richtig ab. Super nice. Was bräuchte ich denn hier mal für so ein Lagerhaus? Ziegelsteine. Das sollte doch kein Problem sein. Oh hi, was haben wir hier für einen Ziegelstein? Abnahme. Ach, die elektrischen Öfen. Okay. Boah, ich stehe genau natürlich außerhalb von der Logistik. Natürlich genau. Also die hier kommen dann auch wieder weg, gell? Die. Hey, ich habe Oh, mir wir sind auch 10.000 schon wieder am Gegenstände liefern Folgen, ey. lassen. Das ist ja toll. Nice. Was kommt weg, Benny? Warte mal kurz. Wir sind übrigens nahezu am Folgenende. Ja, ich habe das auch schon gerade im Augenwinkel. Guter Oh, mir Hinweis. fehlen die blauen Flitzebänder. Hier. Wo ist er?
In meinem Kopf. Was ist jetzt los? Boah, das müssten Pixel sein gewesen sein, ey. So knapp bin ich von Tsunami überfahren worden. Kurz davor. Alter Schwede, schade, dass ich nicht aufnehme. Ja. Das hätte ich gesehen müssen. Das wäre zu schade. Ach, der Kohlezug hier durch den Bahnhof rast. Der Kohlezug? Ja. Bremskraft 4. Eigentlich ist das sogar noch schlimmer, wenn ich das mache. Sacre bleu. Sacre bleu. So, das war's denn auch mit meinen Fließbändern, Benni. Das tut mir leid. Muss ich auch mal auf Zulieferung warten. Wie sieht's denn aus hier? Kann auch hier mal noch mal. Was passiert eigentlich, wenn du ein Factorissimo abreißt, wo ich gerade drin stehe? Ja, dann geht Nick. Der Discounter ein hoch. Nee, dann hat er dich in der Hand. Im Inventar. Das ist ja das Witzigste dabei. Das stelle ich mir gerade vor, wie so ein Comic, der ihm hinten einen Kragen packt und in der Luft hält. Wenn du hast dann so das Pokémon im Inventar. Er existiert noch. Er kann da drin rumlaufen. Genau, er kann dann im Factorissimo drin rumlaufen, genau. Du, wenn er dich noch im Inventar hat und du rausläufst, dann gehst du da raus, dann laufe ich in seinem Inventar rum. Warte, lass mich ausreden. Und dann. Der könnte dich so theoretisch mitnehmen und woanders hinsetzen. Wenn der dich dann da hinsetzt, nur dann rausgehst, weil das Gebäude wieder steht, dann kommst du auch da wieder raus. Alter, das ist ein Teleporter. Das machen wir mit dem Zocker nächstes Mal. Genießt jetzt, haben wir eine 8:9 Verteilung? 8:9? Nee, ich glaube nur bis 8. Okay. Warte. Ich müsste 8. Ja, oder. Ich hab nur 8 auf 8. Oder. Ah, du kannst eine 4 zu 5 und eine 4 zu 4 machen. Ja. Dann werden die Warenhäuser hier aber nicht gleichmäßig aufgefallen. Was möchtest du denn machen? Wo bist du denn? Da. Also ich würde sagen, wir machen Folgenende. Ich warte, bis genau. Die oben hier mit dem Ausrasten zu Ende sind. Ich glaube, ich laufe denen mal ein bisschen entgegen. Wahrscheinlich so eine kleine Spur, die du da hinter dir herziehst. Und ja, dann sehen wir mal zu, dass das hier mal fertig wird, was wir hier so fabrizieren. Müssen wir hier nochmal ein bisschen was umbauen, ein bisschen aufhübschen und ja, geht schon los, ne? Ja. Krass. Also eigentlich sind wir ja schon fertig, oder wie? Eigentlich sind wir fertig. Ja. Soll ich die Rakete noch kurz anklicken, oder? Ja, nee, machen wir nächste Folge dann. Okay. Gut, Freunde, bis zum nächsten Mal. Denkt dran, Wesley, Twitch, Benny, YouTube. Und genichtet auch YouTube. Und genichtet auch YouTube. Und ja, Däumchen. Genau. Und Kommentare. Genau, einen grünen Daumen da lassen, bitte. Einen grünen Daumen, werbefrei. Und den Insider, den kennt, glaube ich, kaum einer, oder? Bis zum nächsten Mal, Freunde. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao. Ciao.